eine freiwillige Roko Kanz-Mitarbeiterin, erzählt. Ja, ich bin die Miram Hamada, bin 25 Jahre alt, komme aus dem Bezirk Ried im Innkreis, bin selbst seit 2019 als Rettungssanitäterin beim Roten Kreuz und habe mich dann in weiterer Folge auch noch für die Roko Kanz-Ausbildung entschieden und bin so zum Roko gekommen. Genau. Warum hast du dich genau für diese Tätigkeit entschieden? Ich selbst arbeite schon ganz, ganz lang mit Kindern, bin aktuell eine angehende Sozialpädagogin und verbringe einfach gern Zeit mit Kindern und habe mich deswegen dann eigentlich für die Roko Kanz-Ausbildung entschieden. Es ist einfach total schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder dabei sind, mit welchem Interesse sie das Ganze entdecken wollen und wie viel Freude da mit dabei ist eigentlich bei diesem Programm. Was sind deine Aufgaben? Als Roko Kanz-Mitarbeiterin besuche ich Kindergärten, also speziell die Schulanfänger, und versuche ihnen Erste-Hilfe-Maßnahmen beizubringen. Es geht einfach darum, dass die Kinder schon lernen, dass sie auch schon Erste Hilfe leisten können, in Form, dass ein Erwachsenen holen, Hilfe holen sozusagen, dass sie den Verletzten nicht alleine lassen, trösten und natürlich thematisieren wir da den Notruf mit 144 und besprechen einfach auch, wie man einen Verband anlegt und was sie da schon an Erste Hilfe leisten können. Und in weiterer Folge kommt dann das Rettungsauto in den Kindergarten und sie dürfen sie das Rettungsauto von innen anschauen, sie dürfen sie die Trage anschauen, mal auf den Sessel aufsitzen. Sie sehen die Dinge wie Sauerstoffflasche und was einfach im Rettungsauto nur alles so an Dingen drinnen ist. Was schätzt du an deiner Tätigkeit? Ja, ich finde mit den Kindern, das ist einfach echt eine schöne, bereichernde Arbeit, auch für mich. Diese Begeisterung. Kinder sind total wissbegierig und haben einfach so viel Interesse daran, neue Dinge zu lernen und zu sehen, was sie selbst da schon bewirken können, und haben einfach ein totales Interesse an diesen Erste-Hilfe-Maßnahmen. War eine Einschulung für diese Tätigkeit notwendig? Um Roko Kanz-Mitarbeiterin sein zu können, gibt es eine zweitägige Ausbildung und man bekommt ganz viele Unterlagen und ganz viel Input, um dann mit den Kindern arbeiten zu können und ihnen diese Erste-Hilfe-Maßnahmen beibringen zu können. Was sollte man noch wissen, wenn man sich für diese Tätigkeit interessiert? Grundsätzlich läuft das Roko Kanz-Programm so ab, dass ich selbst mit den Kindergärten mir Termine vereinbare, wann ich sie besuche. Ich habe letztes Jahr 5 Kindergärten besucht, habe mir das selbst ausgemacht mit den Kindergärten und bin dann bei ihnen gewesen, habe das Programm durchgemacht. Im Normalfall ist die Gruppengröße bei uns im Kindergarten so immer circa 10 Kinder. Es ist immer sehr unterschiedlich, je nach Kindergarten natürlich. Und dieses Programm dauert so circa 45 Minuten. Und danach kommt eben die Rettungsautovorstellung. Das ist dann draußen. Wir machen meistens eine Pause dazwischen. Das ist halt so einmal einen Kindergarten besuchen. Ist dir ein Erlebnis besonders in Erinnerung geblieben? Ja, ich finde, man erlebt ganz viele lustige Geschichten mit den Kids. Sie sind einfach sehr interessiert daran, erzählen ganz, ganz viel, was sie selbst schon erlebt haben, was sie selbst schon gesehen haben. Und wenn wir dann sozusagen diesen Notruf üben mit 144, wir helfen dir, mit welcher Freude sie diesen Spruch dann sie merken und weitererzählen und später noch kennen, das ist einfach schon echt sehr schön zu beobachten.